Also wir hatten heute einen anderthalbstündigen Austausch mit dem Vertreter von Facebook, wo einige Fragen beantwortet wurden, viele aber auch noch offen geblieben sind. Klar ist, dass Facebook sich bemüht, herauszufinden, ob es weitere Vorfälle dieser Art wie bei Cambridge Analytica gab. Sehr klar ist Facebook auch bei der Frage des Umgangs mit Wahlmanipulationen. Hier hat man sehr konkrete Maßnahmen, die man weltweit ausrollen will, auch was Transparenz bei politischer Werbung betrifft. Das begrüßen wir sehr. Unklar oder etwas nebulöser war man in der Frage, wie man mit dem Thema Datentransparenz, Datensicherheit in Zukunft umgehen wird. Wir haben die Erwartungshaltung, dass die Datenschutzgrundverordnung 1:1 umgesetzt wird. Und hier gab es in den vergangenen Tagen widersprüchliche Aussagen, die auch im Ausschuss nicht ganz aufgelöst wurden. Als Politik erwarten wir, dass die Datenschutzgrundverordnung 1:1 umgesetzt wird. Wir haben zum ersten Mal eben auch die Möglichkeit, Strafen zu verhängen gegenüber einem internationalen Konzern. Und das wird von den Amerikanern ernst genommen, hat man den Eindruck. Man muss aber eben auch gucken, wie nachhaltig diese Ankündigungen sind. Und deshalb werden wir hier eng im Gespräch bleiben und sehr genau verfolgen, was das Netzwerk tun wird, um das Vertrauen der User und eben der Bürgerinnen und Bürger nochmal zurückzugewinnen.